Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ach ja, endlich wieder da. Ich habe auch eine Sache mit euch zu besprechen. Und zwar gehe ich da mal auf den Kommentar direkt von Dinom ein. Ja, cool. Kannst du in Discord einfach einen Kalender oder Thread anlegen, wo du einträgst, wann du streamst, so 2 Tage Vorlauf? Wäre immer ganz gut, finde ich. So, und ich habe dann jetzt was vorbereitet. Ich zeig das mal kurz. Ich mache das extra direkt in RimWorld und Anfang der Folge, nur damit sich keiner wundert, weil RimWorld, da bespreche ich halt immer alles, ne? Für die Leute, die jetzt wissen, was nicht los, denken, was ist denn jetzt los. Deswegen minimiere ich kurz RimWorld und mache das am Anfang, weil ich denke, Jugulias ist am Anfang noch nicht eingeschlafen. Hoffe ich. So, also kurz aufpassen. Mist, jetzt habe ich... Wo ist Discord? Ich habe Discord extra offen gelassen. So, gut. Ihr seht, mein Desktop könnte höchstens gespoilert werden, wie weit ich Cyberpunk schon aufgenommen habe. Und zwar bis Folge 57. Kleiner Spoiler, es gibt 3-mal die Folge 57, die jeweils 1 Stunde versetzt kommt. Das heißt, an dem Tag, wo die 57 kommt, kommt 1 Stunde später, also um 0 Uhr kommt 57... Um 1 Uhr kommt 57.1, um 2 Uhr kommt 57.2. Kleiner Spoiler. So, ich habe hier dann mal mir die Mühe gemacht und Discord überarbeitet. Ich habe erstmal die Regeln gemacht, ja, who cares. Habe die Informationen gemacht, da habe ich halt zu jedem Channel, den man hier drin hat, was dazu geschrieben, was da so ist. Ich habe den neu gemacht. So. Und hier kommen wir dann dahin, wie es jetzt mit zukünftigen Projekten vorangeht. Also Daumen hoch, Stimme dafür, Daumen runter, Stimme dagegen. Übrigens wird das eine längere Folge, weil ich ja die Informationen reinpacke, ne? Dann ist hier irgendwie so ein Teil, die die Hände so macht, so im Prinzip ist mir egal oder keine Ahnung. So, dann habe ich hier so ein Teil, ihr wollt lieber das, was vorgestellt würde, als Video sehen. Wenn ich zum Beispiel das für einen Stream vorgesehen habe. Andersrum hier dieses Internet-Symbol, ihr wollt es lieber als Stream anschauen. So, dann habe ich hier erstmal Everspace 2 reingetan für Stream. Aber wie gesagt, ihr könnt auch abstimmen, ob ihr es lieber als dann Dyson-Sphäre-Programm. Na, ich habe auch jeweils hier Reviews dazu, beziehungsweise ein Video, damit ihr sehen könnt, was es ist, außer bei einer Sache. Dann habe ich hier noch Hades. Immortal Phoenix Rising. Also das habe ich auch schon, ne? Das müsste ich kaufen. Das kaufe ich so oder so. Und das werde ich auch früher oder später kaufen. Aber das hier habe ich sogar schon. So, für Videos, alle Yakuza-Teile in chronologischer Reihenfolge. Da Dinom ja sich schon zu geäußert. Jugulias meinte, also wenn, dann als Video. Ich habe es hier als Video angegeben. Ihr könnt ja mal abstimmen. Wenn ihr das auf gar keinen Fall sehen wollt, dann eher den Daumen runter. Wenn es euch wirklich egal ist, dann macht auch den Egal-Button. Ne? Ich habe den einfach nur genommen mit rein, weil irgendwie gehört er dazu. Aber ich wüsste halt nicht, wenn man den Egal-Button hat, macht eigentlich der Daumen runter-Button keinen Sinn. Weil warum sollte einer den Baum runter machen? Dann wird das nicht gucken. Dann kann er auch den Egal-Button drücken. Also die beiden sind im Prinzip eins. So, aber bitte nicht Button runter machen und dann, ich hätte es lieber als Stream oder Video, wirklich nur eins davon machen. Also dass man, also ich kann ja sehen, ne, wer es gemacht hat. Aber es wäre halt schon gut, wenn man nur einen hiervon machen würde. Was natürlich ein Unterschied ist, wenn ihr jetzt wirklich seid, hey, mir ist es kackegal, wie jetzt zum Beispiel Jugulias Meinung bei Yakuza. Ne, mir ist es egal, ob du es machst oder nicht, aber wenn du es machst, dann wirklich nur als Video. Dann zum Beispiel Jugulias könnte jetzt den Egal-Button und den machen. Dann kann ich sehen, okay, Jugulias hat für, also in dem Fall jetzt dann Stream gestimmt, aber ihm ist es egal, ihm ist es nicht wichtig.
Andersrum natürlich auch. Ihr wollt es unbedingt sehen, aber ihr wollt es nicht als Stream sehen. Ihr wollt es unbedingt sehen, aber ihr wollt es unbedingt als Video sehen. Dann einmal Video und einmal Daumen hoch. Wenn es euch egal ist, ob Stream oder Video, dann nur Daumen hoch. So, und dann habe ich hier unten halt noch Biomutant, weil das werde ich auf jeden Fall mir holen. Aber die Frage ist halt, also das ist halt nur eine Preview, es ist noch nicht draußen. So viel dazu. Termine, also hier übrigens, hier könnt ihr selber Vorschläge reinmachen, wenn ihr sowas habt. Ja, Termine, wenn wir das hier, wenn die Abstimmung läuft und wir jetzt zum Beispiel hiervon was abgestimmt haben, ne? Der Discord-Link ist auch übrigens immer auf meinem Kanal. Ich guck mal, vielleicht mache ich den auch immer wieder in die Videobeschreibung rein. Muss ich mal gucken. Aber wenn wir dann abgestimmt haben und es dann feststeht, was wir jetzt machen, dann zum Beispiel jetzt hier Dyson-Sphäre-Programm, dann würden wir in die Termine gehen. Dann werde ich hier noch einen Reiter erstellen. Da steht dann... Den nenne ich dann Termine, glaube ich. Ja, dann machen wir hier einen noch hin. Dann nenne ich Termine. Oder soll ich es einfach in Chat machen und dann... Ne, komm, ich mache einen Reiter hier, Termine. Und da schreibe ich dann rein, wann ich streamen werde. Ich kann es ja leider nicht so machen, dass ich halt mir einen festen Tag nehme. Zum Beispiel jeden Montag um die Uhrzeit. Kann ich ja nicht machen durch meine Schicht. Deswegen werde ich da gucken, okay, da habe ich frei, da werde ich streamen und werde das so machen. Ich habe jetzt noch eine Schicht Arbeit. Und dann habe ich eine Schicht frei. In der Schicht frei, die ist genau über Karneval, habe ich frei. Aber Karneval fällt ja wegen Corona eh aus. Werde ich sehr viel streamen. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Ob es so am Ende ist, kann ich nicht sagen. Aber dann werden wir das auf dem Discord so machen. Dass ich dann da Termine anpinne mit @stream, ne? Und dann auch für das jeweilige Spiel mache ich dann eventuell eine Rolle. Die Rollen lösche ich dann, wenn es nicht mehr da ist. Ja, also das war dann so der Plan. Also es wird auf jeden Fall gemacht. Aber das bringt natürlich auch nur was, wenn ihr dann regelmäßig in Discord reinschaut. Ich meine, ich versuche es natürlich auch immer in den Videos nochmal dann zu sagen, hey, schaut bitte in Discord rein, wenn was Neues ist. Aber es wäre natürlich am einfachsten, wenn ihr selber auch guckt. Ja. Wenn ihr Verbesserungen habt, könnt ihr die auch gerne in Discord in den Chat mitteilen. So, scheiße, jetzt muss ich nochmal minimieren. So. Damit ich auch die Kommentare wieder sehen kann. Und die Uhr natürlich auch. Jetzt darf ich nochmal minimieren, weil ich habe die Uhr nicht wieder aufgedeckt. So. So, das heißt, die Folge wird jetzt einfach mal 10 Minuten länger als sonst. Was haben die denn? Also ich könnte bei denen ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen. Ist jetzt nicht so, dass ich Geld brauchen würde. Haben die denn irgendwas, was ich brauche? Ich kann auf jeden Fall die Augen verkaufen. Nee, kann ich nicht. Dafür müsste ich etwas kaufen. Ich kann aber meine Müllkleidung verkaufen. Ja gut, sonst haben die auch nichts, ne? So viel dazu. Aber das Dyson-Sphäre-Programm, ich habe mir da tatsächlich ein Video zu angeguckt, das ist ja genau, das sieht, ich habe mir das nicht lang angeguckt, weil ich will mich überraschen lassen. Ich habe mir das Video, was ich da gepostet habe dazu, das Review, habe ich mir die ersten 2 Minuten oder so angeguckt und habe dann ausgemacht, weil ich dachte, hat mich schon überzeugt. Als der Typ in seinen ersten Sätzen gesagt hat, ja, das ist im Prinzip eine Kombination, ne, aus Factorio und noch irgendwas und Supreme Commander, habe ich mir gedacht, geil, als Supreme Commander kam, war ich schon, also als Factorio war ich überzeugt. Aber als er dann noch Supreme Commander gesagt hat, da war vorbei, weil das ist ja einer meiner absoluten Lieblingsstrategiespiele gewesen. Eigentlich immer noch.
Ja. So viel dazu. Was hatten wir denn hier für einen Boden drin? Feiner Teppich. In weiß. Da ist nämlich noch ein falscher Boden drin, hat Jugulias auch geschrieben. Machen wir erstmal weiter mit Dinoms Kommentar. Warum willst du eigentlich einen AKW bei mir bauen? Wir haben doch keine Stromprobleme. Noch nicht. Die kommen aber. Denn so langsam aber sicher müssten die eigentlich auf Dauer leer werden. Ich weiß nicht, ob es, wenn jetzt komplett Wind ist und Sonne da ist, ob die es wieder schaffen, die komplett aufzufüllen. Ich meine, wir haben jetzt minus 6.000. So, wenn wir jetzt aber noch mehr Sachen hinzubauen, hinzukommen, zum Beispiel noch mehr Roboter, was auf jeden Fall der Fall wird. Also einer kommt ja noch. Und vielleicht kriegst du ja auch noch andere Produktionen. Also das, wir haben ja nicht diesen Raum umsonst gebaut, ne? Hier kommen ja noch andere Sachen rein. Und das Atomkraftwerk ist einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme, dass du zukunftssicher bist. Jetzt brauchen wir es vielleicht noch nicht, auch wenn wir in der Nacht sehr hohen Verbrauch haben. Jetzt sind wir schon bei 7.000, ne, weil der Wind runtergeht. Aber wenn jetzt zum Beispiel mal tagsüber, wenn jetzt die Sonne aufgehen würde, ne, und dann kommt ein Sonnensturm, also irgendwann eine Sonnenfinsternis, dass die nicht reingehen und dann haben wir noch Windstill, dann werden wir früher oder später ein Problem kriegen mit den Batterien. Das Atomkraftwerk ist mehr hier eine Absicherung. Und wenn wir dann später wieder mehr brauen, weil wir die Produktion ja immer weiter erhöht haben, wird auch noch mehr kommen. Ich weiß auch immer noch nicht, was die Pläne hierfür aus sind. So. Machen wir weiter mit Jugulias Kommentaren. Lol, woher weißt du, dass ich eingeschlafen bin? Ganz einfach, du hast nur einen Kommentar geschrieben. Wenn du einschläfst, schreibst du voll wenig Kommentare. Wenn du nicht einschläfst, schreibst du voll viele Kommentare. Daran kann ich das ganz einfach sehen. Außerdem hast du ganz viele Sachen, auf die mit dir zu tun haben, gar nicht reagiert oder geantwortet. Zum Beispiel das mit Yakuza, da hast du auch nicht reagiert. Da muss ich dir dann nochmal extra in WhatsApp schreiben. Und ich darauf hinweisen, dass du nicht darauf reagiert hast. Und ich doch wissen will, wie du darauf reagierst. So, das mit den verschiedenen Teppichfarben müssen wir dann noch anschauen. Ja, wenn es fertig ist, würde ich sagen. Ich meine, mir gefallen manche Kombinationen nicht so. Die gefällt mir ganz gut. Die einfarbigen sind auch ganz gut. Hier Deutschland ist ein bisschen kacke, weil der so klein ist. Ist aber ganz okay. Hier kann man drüber streiten, der ist dreckig. Ah ne, ist Wollteppich, der muss so sein. Okay, finde ich irgendwie interessant. Sieht so aus, als wäre er dreckig. Den hätte ich mir besser vorgestellt. Ich meine, diese beiden Muster habe ich aus Road Rash, wenn das noch einer kennt. Ich weiß noch, Road Rash, dieses Teil, wo man dann mit den Motorrädern rumgeht und die anderen Fahrer dann versucht vom Motorrad zu treten und zu schlagen. Da waren meine beiden Motorräder immer die beiden. Ich bin am Anfang auf den gegangen, weil der billigere war und das war aber mein Lieblingsmotorrad. Und später auf den, weil das immer der beste war. So, wer jetzt Road Rash kennt und die Spiele gespielt hat, weiß, auf welches Motorrad ich gegangen bin. Beziehungsweise auf welchen Fahrer. Also von den Farben her. Also am Ende bin ich immer mit dem gefahren, weil mit dem wurde ich immer Erster. Mit dem, was immer anstrengend, weil der wurde immer Erster, wenn ich den selber nicht gespielt habe. Und der war immer so Dritter. Weiß ich noch. Ja, hier, das ist auch interessant. Ich finde zwar das gut, dass hier dreifarbig ist, aber müssen wir gucken. Der hier, mal sehen, was daraus wird. Also ich persönlich mag die Einfarbigen ganz gut. Hier das damit, ich weiß nicht. Der gefällt mir tatsächlich ultra gut. So, machen wir aber mal weiter. So, unter der Tür bei meinem Zimmer fehlt dann ein Teppich, glaube ich. Ja, habe ich hier gemacht.
So, wollte Bad Kitty nicht vor jeder Statue von jeder Statue eine haben? Ja. Aber Bad Kitty ist im Moment nicht da. Und außerdem weiß ich nicht genau, wie der das gemeint hat. In jeder, also will der von jeder verschiedene Form, die existiert. Das heißt, dann müssten wir im Prinzip Hunderte herstellen, weil wir nicht wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass bestimmte Formen kommen. Und ich auch nicht weiß, wie viele verschiedene Formen es insgesamt gibt. Oder meinte er nur von jeder eine? Das heißt, einmal eine große, einmal eine gewaltige, einmal eine kleine. Ich weiß auch gar nicht, ob der Mod drin ist, noch mit mehreren Skulpturen. Also ich weiß, dass dieses Modell ein Mod-Modell ist. Genauso wie dieses. Ob das ein Mod-Modell ist, kann ich nicht sagen. Aber wir hatten ja auch Statuen bei der letzten Staffel. Ich weiß aber nicht, ob die hier mit drin sind. Doch, es sind mit drin. Okay. Dann haben wir sie mit drin. Ne, also dann kommen wir dazu noch zu den Kunstwerken noch Statuen mit dazu. So, Perry bitte eine 1 in Bauen geben. Perry. Perry war einer unserer Manager. Wieso hat denn Perry Kunst? Wieso hat Perry keine Waldarbeit? Also er soll bauen, bevor er Tierpflege macht. Ja, ist okay. Oh, das sieht schon mal gut aus. Jetzt hängen die trotzdem noch hier drin. Ich weiß nicht, komplett Grasland ist irgendwie komisch, ne? Wo ist eigentlich Heuermann? Das heißt, wo ist der Bot? Wo ist, da ist der Bot? Ich habe mir überlegt, den Gartenbot einfach hier reinzumachen. Und dann machen wir ein Gebiet. Gartenbot. So. Und da tun wir jetzt dieses gesamte Gebiet rein. So. Damit der Gartenbot auch nur den also hier das Dingen macht. So, dann aktivieren wir den mal. Roboter. Auf Garten. Der wollte schon was anderes machen. Der MK4 wird mal deaktiviert. Jetzt wird der noch umbenannt. Gardner MK1. So, wo ist denn hier der immer Verletzte? Reparier mal, vielen Dank. Ein Roboterhändler. Was haben wir denn da drin? Brocken. Ist genau richtig von der Range. Haben wir gut eingestellt. So, hier ist bald endlich durch.
Der macht einen Lärm hier. Also, ich mache den Lärm. Ist doch klar. So, Strom. Als ich heute so viel in Discord gearbeitet habe und das überarbeitet habe alles, ist mir auch aufgefallen, dass mein Discord teilweise rumspinnt. Also mein... Da ging auf einmal mein Bildschirm aus, immer wenn ich irgendwie in Discord hänge und da viel mache. Also Discord ist kein Freund. Und... Also Discord macht bei mir am PC irgendwie nur Probleme. Mir gefällt diese Dunkelheit hier nicht. Ich meine, es kann ruhig was dunkler sein. Aber es soll nicht zu dunkel sein. Wir haben echt kühl. Stimmt, ich habe gar nicht wegen Temperaturen geguckt. So, das heißt, du kriegst die Heizung. Du kriegst die Kühlung. Und wir sind verbunden über Ventilatoren. Ich meine, der Weg ist ja mit außen verbunden, ne? So, du kriegst eine Heizung und eine Kühlung. Er hat schon beides. Hier kommt auch beides rein. Hier müssen wir jetzt doch Strom durch die Wand ziehen. Ich habe es ja extra nicht gemacht, weil ich nicht wusste, hey, wie sieht's denn aus? Muss überhaupt was an der Wand platziert werden? Weil wenn wir das denn jetzt machen, dann können wir hier auch tatsächlich noch eine Lampe hinsetzen. Genauso wie hier. So, ich glaube, ich muss mal hier... Genau, glätte mal die Wand. Damit ich das endlich hier zuziehen kann. So, dann werde ich hier die Verbindung bauen. So, hier kommt ja der große Schmied hin. Und die Bots muss ich dann natürlich auch noch umsetzen. Wie viele Regale haben wir denn jetzt? Wir haben 7 Regale. Wir machen das einfach so, dass wir jetzt hier an dem unteren Ende Regale dran stellen. Ja, stimmt, die sind ja schon fertig angegeben. Ich stelle sie erstmal hin, ne? Und am oberen Ende machen wir auch welche hin. Erstmal. Und dann gucken wir, wo was hinkommt. Oder wo was ist. Und das wird ja dann früher oder später da auch reingetragen.
Also sollte, wo wir wissen, dass was reingetragen wird, tun wir einfach mal. Einen Befehl draufsetzen. Hey, trag das. So, wir haben hier das Gold und das Silber. Okay. Hier sind die Roboterkomponenten. Okay, dann machen wir das so. Warte, ich stell die am besten doch erstmal alle an den Rand. Bis ich weiß, wo was drin ist. So, wir haben hier die Roboterkomponenten. Dann stelle ich die mal an den Rand. Dann werde ich hier eine Kopie bauen. Also ich werde hier jetzt generell mal Kopien hinbauen. Wenn die mal voran machen. Kann auch sein, dass ich wieder ein bisschen Holz brauche. Ich hacke es mir aber erstmal ein bisschen selber. So, denn ich will auch die Mechano-Droiden-Teile, die wir hier haben, dahin machen. Und vielleicht andere Ressourcen, die wir oben brauchen könnten. So, wir haben jetzt, hier ist der Stahl drin. Den Stahl, den tun wir mittig hin. Dann haben wir hier Silber. Hier das Gold. Und hier der Plastahl. So, hier machen wir erstmal alles löschen. Wähle Ähnliches. Sekunde. Nochmal. Alles löschen. Einstellung kopieren. Wähle Ähnliches. Einfügen. Wieso habe ich das denn jetzt? Die beiden müssen weg. So, hier müssten normale Bauteile drin sein. Jetzt habe ich auch noch die falschen weggemacht. Also erstmal, der kommt dahin. Dann kommt der dahin. So, die fortschrittlichen Bauteile kommen hier an... Ne, die kommen hier hin. Ne, doch. Die kommen hier an den Rand. Hier müssten die normalen Bauteile drin sein. Die kommen hier rein. So, jetzt haben wir hier zwei offen. Hier kommen die Mechano-Teile drin. Wie heißen die? Mechano-Droiden-Teile. Hier. Die kommen hier rein. Hier. Sag ich mal, kommt der Hightech-Mechano-Droiden-Chip drin. Bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Wir hätten jetzt noch Hive-Datas. Gibt es noch eine Ressource, die ich brauche? Für hier.
Na gut, ich weiß nicht, ob ich irgendeine dieser Ressourcen da noch brauche. Der Plastein müsste ja hier oben rein eigentlich. Warum ist der hier unten? Warum sind die alle auf wichtig? Habe ich die auf kritisch hier? Tatsache. Aber hier alles nur auf wichtig. Dann setzen die alle noch auf kritisch. So, ich hätte hier jetzt einen Slot frei. Sonst machen wir hier Einstellung kopieren. Weil hier haben wir ja die normalen Bauteile drin. Sonst machen wir die normalen Bauteile hier raus und machen hier die Hive-Data rein. Und in den hier kommen dann die Bauteile rein. Einfügen. So, wir kopieren den ganzen Kram erstmal hier rein. So. Ich kopiere es erstmal nur um, bevor ich die Reihenfolge richtig einstelle. Irgendwas fehlt. Nee, doch nicht. Gut, dann reißen wir den jetzt weg. Jetzt habe ich hier überall Stühle, obwohl ich Bots habe. Die Frage ist, aber meine Leute können da ja auch dran gehen. Aber die Stühle behindern die Bots nicht. So, die Bots werden jetzt aber umgeswitcht und kommen hier oben in die Ecke. Welcher Bot ist das hier? Das ist der Zweier, okay. Gut, ich wollte es nämlich so machen, dass da der Einser ist und der Zweier rechts daneben. Ah, nee. Machen wir das so. Der kommt jetzt dahin. Der hier muss deaktiviert werden. Die Biotreibstoffraffinerie könnten wir jetzt aber auch nach drin dann, glaube ich, setzen. Okay, HK47 regelt. So, dann kommt der dahin. So, hier kommt jetzt die Produktion für die große Schmiede hin. Ich brauche übrigens Stahl. Oh, du hast Bauteile durch, das freut mich.
Wenn die Bauteile durch sind, müssen wir den auch gar nicht mehr pausieren. Im Prinzip... Der stackt doch höher, ne? Das machen wir so, für den Fall, wenn wir keine Bauteile brauchen, bauen, damit beide Bots was zu tun haben. Und wenn der Bot wieder was zu tun hat, dann pausieren wir wieder. Wie sieht's eigentlich aus mit der Mauer? Die war doch kurz vorm Fertigstellen, die ist durch, gut. Marmor. Hier gibt es wieder eine Ausnahme. Hier wird auch interessant. Der wird interessant. Aber wenn wir so viele haben, sollte das kein Problem sein. Weil dann kann ich einfach sagen, okay, die nächste, also die Mauer wird jetzt dann Kalk und danach die Mauer wird garantiert Schiefer. So. Ich muss auch nochmal Treibstoff rüberschicken. Und fülle auf mit... Brocken, wo sind sie denn? Hier hat einer ein unfertiges Teil weggeräumt. Aber wo liegt es? Warum hat das einer hier hingelegt? Eine Eisenholzskulptur hat Bad Kitty gemacht. Okay. Okay. Sie bringt auch immer ihre Skulptur hier hin. Ne, was hat sie gerade gesammelt? Okay, wir müssen hier auf jeden Fall ein paar Sachen rausnehmen. Objekte unfertig. Unfertiges Bauteil, bionisches Teil, Gürtel, Waffen. Also eigentlich sollen hier nur unfertige Skulpturen, wenn rein. Möbel und Kunst. Ich tue die Möbel auch mal raus und gucke, ob es hier Kunstwerkmöbel gibt. Also das Monument. Wir können hier natürlich auch einen IKEA reinbauen. Wo wird denn das Monument gelagert? Oder konnte man das gar nicht deinstallieren? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wir haben das ja mal getestet.
Das bionische Bein sollte auf jeden Fall weitergemacht werden. Achso, die Bots sind noch deaktiviert. Untergrund gescannt Stahl. Das ist natürlich interessant. So, wir werden die hier ein bisschen aufteilen. Natürlich zuerst die Bauteile. Wichtig ist bei denen hier aber, dass bei diesem Tisch warte, ich nehme einfach mal Bauteile und Herstellungskomponente raus. Dieser Tisch ist jetzt für diese Sachen hier zuständig. Das kann man ja immer noch ändern. Ach so, die Schmiede, das Schmiedezubehör. Und wir haben ja hier noch den Schmelzofen. Hier könnte man natürlich überlegen, hey, nehmen wir vielleicht den großen, aber ich tue jetzt erstmal den kleinen hier hin. Ich muss auch noch einen Landeplatz bauen. So, was hat der denn? Bauteile. Ah, komm. Ich meine, normalerweise will ich die ja herstellen, aber die sind teuer. Stoff kaufen. Dumme Idee. Machen wir auch nicht. Ich meine, ich könnte ein bisschen Ambrosia verkaufen. Ich habe zu viel. Dann können wir doch ein bisschen kaufen. Dann kaufen wir auch Neutramin, Kraftstoff. Wolltest du nicht Schweine haben? Zwei Eber. Ja, wir kaufen dem alle Tiere ab. Was halt Schweine sind. Ich glaube, du wolltest nämlich Schweine haben. So, wir kaufen den Stoff. Die Medizin. Den Stahl. Wir verkaufen die Augen. Wir kaufen Holz. Auf den Müll. Ja gut, wir könnten die Skulptur verkaufen. Das Eisenholz. Und jetzt behalten wir einfach Ambrosia. So. Wie viel Gemüsepfannen haben wir noch? Genug. Damit ist die Folge auch vorbei. Und wir können dann mal gucken, was wir hier noch reinbauen. Also wir werden bestimmt noch andere Sachen hinkommen. Vor allem, wenn wir später Alpha-Poly und Beta-Poly herstellen. Da brauchen wir noch mehr. Wir könnten jetzt auch den Bio, die Bio-Raffinerie reinbauen. Dann haben wir hier unsere kleine Droidenproduktion. Könnten die eventuell auch vergrößern, aber im Moment brauchen wir die nicht vergrößern. Ja.
Leuchtung setze ich hier nochmal einen hin. Vielleicht stelle ich mir auch noch einen Konstruktionsbot her, damit da vier sind. Also noch ein Crafting-Bot. Ich meine, die haben ja jetzt alle zu tun. Wie sieht das jetzt eigentlich hier mit den... Brauchen die Teile Strom? Weiß ich gar nicht mehr. Ich muss die Folge beenden. Kommen wir nicht dazu. Kommen die bis zu mir? Nee. Wie sieht's mit meiner aus? Wieso liegt da Zement auf dem Boden? Jetzt ist es weg. Es ist weg. Verschwunden. Nun gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.